Geodaten können der entscheidende Funke sein, um Ihre unternehmerische Idee wahr werden zu lassen. Vielleicht wollen Sie Geschäftsprozesse optimieren oder in eine völlig neue Richtung gehen. Mit einer cleveren App, einem innovativen Geschäftsmodell, einem Service oder einem Produkt, auf das die Menschen gewartet haben. So oder so, am Thema Datenschutz kommen Sie nicht vorbei. Denn Geodaten weisen oft einen Personenbezug auf. Das heißt, hier verbergen sich echte Menschen. Adressdaten zum Beispiel zeigen, wem welches Grundstück gehört. Und genaue Luftbilder zeigen persönliche Details. Und auch Gesundheitsdaten, mit denen man Menschen helfen möchte, können Persönlichkeitsrechte verletzen. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger hat Deutschland strenge Datenschutzgesetze. Doch hier hat jedes Bundesland seine individuellen Gesetze, die den Datenschutz regeln. Und das bedeutet für Unternehmen einen großen administrativen Aufwand, wenn sie Geodaten nutzen wollen. Diesen Aufwand haben aber auch die Behörden. Denn für die Genehmigungsvergabe müssen sie Unternehmen und ihre Geschäftsprozesse auf Herz und Nieren prüfen. Und das jedes Mal aufs Neue. Hier fehlt es an einheitlichen Verfahren und Anträge müssen jedes Mal neu aufgerollt werden. Das kann dauern und ist sehr aufwendig. Wie schaffen wir es, an dieser Stelle das Leben von Unternehmern und Behörden zu vereinfachen? Ganz einfach, mit dem Geo-Business Code of Conduct. Er ist eine Selbstverpflichtungserklärung der Wirtschaft für Datenschutz bei Geodaten und ermöglicht Aufsichtsbehörden die schnelle und sichere Vergabe von Geodaten. Denn teilnehmende Unternehmen halten sich an klare Regeln beim Datenschutz und können so ihre Ideen schneller verwirklichen. So bringt der Geo-Business COC für alle mehr Sicherheit, mehr Vertrauen und vor allem eine enorme Vereinfachung.